Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch live in Frankfurt von Freiwild in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu der Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Live in Frankfurt von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Deluxe Edition aus dem Bereich Rock. Jawohl! Im Jahr 2014 ist das Ganze erschienen, im Jahr 2013 aufgezeichnet worden. Wir haben hier eine Deluxe Edition zu einer DVD, zu einem Live-Konzert. Hier links gibt es noch auf der Folie einen FSK 6 Sticker. Und dann würde ich sagen, schneiden wir das Ganze mal auf. Einmal hier seitlich. Dann schauen wir mal. So, wie wir jetzt sehen, ist uns der Sticker erhalten geblieben. Also der war nicht auf der Box, also nicht auf der Folie, sondern direkt auf der Box. Hier oben lesen wir einmal den Bandnamen Freiwild, darunter Live in Frankfurt Festhalle. Unfassbar, unvergleichbar, unvergesslich, 2 Tage in der Ewigkeit. Dann hat man hier einen Sticker drauf gemacht, wie gesagt, FSK 6 bezüglich der DVDs, kann man aber natürlich auch abnehmen, da es Gott sei Dank ein Sticker ist und nicht aufgedruckt wurde. Und dann sehen wir hier Szenen des Konzerts. Also so sah das da aus. Das war, glaube ich, bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft. 2 Tage in Folge gab es dort ein Konzert von Freiwild in Frankfurt, eben in der Festhalle. Auf der Seite lesen wir das auch wieder. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos, was sich auf den CDs und DVDs befindet. Ja, CD1 haben wir hier 13 Tracks plus nochmal 2, also 15 auf der ersten CD. Dann haben wir auf CD2 nochmal 21 Tracks, bedeutet insgesamt dann 36. Und dann haben wir hier DVD 1 und DVD 2. Hier finden wir dann live in Frankfurt die Doku, das Konzert, nochmal Konzert, live in Frankfurt, Doku Teil 2, live in Frankfurt, Doku Teil 3, Konzert laut und live in Frankfurt, Doku Teil 4. Also da ist auf jeden Fall eine Menge drauf. Dann haben wir hier nochmal den Blick von der Bühne aus, in diesem Fall aus der oder hinter Föhre, so die ganze Menge, das ganze Publikum hier zu sehen. Dann hier nochmals die Beteiligten, das Ganze natürlich erschienen über Rookies und Kings. Und hier rechts gibt es den Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das aus. Also wir haben hier so einen Schuber, so einen Kartonschuber. Und in diesem befindet sich dann die eigentliche Deluxe Edition. Die sieht wiederum so aus, also ident wie auch schon der Schuber. Auch auf der Seite und auf der Rückseite ident bedruckt. Und dann schauen wir uns den mal von innen an. So, hier ganz am Anfang kommen uns mal 2 CDs entgegen. Also wir haben hier CD Nummer 1. Sieht so aus. CD 1 lesen wir hier. Und dann haben wir hier Philipp abgebildet in seinem Element. Also hier mit Gitarre und Mikrofon am Singen und am Spielen. Und auf CD Nummer 2 haben wir dann hier Jonas abgebildet, der hier auch gerade Gitarre spielt. Ja, das sind die ersten beiden Inhalte hier, die beiden CDs. Packen wir mal wieder zurück, beziehungsweise hier im Hintergrund sehen wir dann noch so das Ganze am Entstehen. Genau, hier haben wir noch die Daten, 27. und 28. Dezember 2013, also zum Jahresende. Das ist die leere Halle, die leere Festhalle und hier wird gerade alles geplant und aufgebaut. So, und dann geht es weiter. Hier haben wir natürlich dann jede Menge Seiten. So, das sind die ganzen LKWs und Tourbusse, die hier das ganze Material anliefern. Und hier geht es dann los. Also hier haben wir so jede Menge Fotos, Behind the Scenes, Making of, was hier alles notwendig war, um das auf die Beine zu stellen, beziehungsweise was hier für Leute involviert waren. So, hier geht es dann los mit den einzelnen Tracks und den zugehörigen Lyrics. Also die ersten 5 Songs hier abgedruckt mit den kompletten Lyrics. Dann geht es hier weiter, also Fotos ohne Ende.
und natürlich auch wieder Lyrics. Ja, das ist auf jeden Fall eine ansehnliche Menge an Zuschauern. Da ist einiges los. Und ja, so geht das dann hier weiter. Also, ohne Ende Fotos, immer in dieser Collage angeordnet. Und dann haben wir natürlich auch jeden einzelnen Song, wie gesagt, abgetippt, Wort für Wort hier. So, dann schauen wir uns mal die restlichen Seiten noch an. Gleich sind wir durch. So, und hier haben wir dann die Credits. Die Credits zu dem Ganzen. Also nicht nur die Credits zum Album, sondern auch zu dem ganzen Live-Geschehen, wer das Ganze gefilmt hat, wer noch aufgetreten ist, wer das Ganze auf der Bühne verantwortet hat. Danke für 2 Tage in der Ewigkeit. Und so sieht dann der Abschluss aus. Also danke Frankfurt, Festhalle 27. 28. Dezember. Und hier haben wir dann die beiden DVDs. Und nachdem wir ja vorne schon Jonas und Philipp hatten, haben wir dann hier noch die beiden Herrschaften. Also einmal hier Jochen bzw. Zega, DVD 1. Auch hier wieder der FSK 6 Hinweis drauf. Und dann auf der letzten DVD, auf der zweiten DVD, den Schlagzeuger Christian Föhre. Ja, genau. So sieht das aus. Also, jedes Bandmitglied hat seine eigene CD bzw. DVD. Hier nochmal die gesamte Crew auf der Bühne. Hier werden sie sich gerade bedanken und verabschieden. Und ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Also einmal hier diese Deluxe Edition mit diesen ganzen Infos, mit den ganzen Fotos und den ganzen Lyrics, Credits und so weiter. Die beiden CDs, CD 1 mit 15 Tracks, CD 2 mit 21, also insgesamt 36 Stück. Und dann haben wir noch die beiden DVDs, DVD 1 und DVD 2. Da haben wir die ganzen Tour-Dokus mit drauf, das ganze Konzert und so weiter. Also dort gibt es dann das ganze Visuelle. Ja, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition live in Frankfurt in der Festhalle von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album beziehungsweise der DVD, der Deluxe Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.